nochmal einen Applaus. Alles Gute. Was Europa eint, ist seine Vielfalt. Europa kann mehr, als ihm zugetraut wird. Nur, wir lassen es nicht zu, dass Europa über sich hinauswächst. Die Meinung vieler Menschen lautet, wir sehen ja, dass Europa zu nichts kommt, alles verläuft sich immer in der Bürokratie und führt zu keinem Ergebnis und dann passiert wieder nichts. Aber wir geben Europa ja nicht die Chance dazu. Wir wollen nur profitieren, ohne etwas dafür zu geben. Andere Länder ebenfalls. Unter diesen Umständen kann ja nichts vorwärts gehen. Erst wenn wir bereit sind, uns selber hinten anzustellen und Europa die Chance geben, sich als Gemeinschaft zu entfalten, dann, ja genau dann, wird es jedem von uns schlussendlich besser gehen. Das Europa, von dem ich träume, ist ein geeintes Europa. Denn nur ein geeintes Europa ist in der Lage, zukünftig ein Wörtchen mitzureden, wenn es um wichtige weltweite Entscheidungen geht. Wenn Brüssel spricht, müssen alle zuhören. Europa hat in der Geschichte immer eine wichtige weltpolitische Rolle gespielt. Ich sage nicht, dass Europa diese Rolle auch immer gut ausgeführt hat. Aber Europa muss auch in der modernen Welt eine Nation sein, die ernst zu nehmen ist und sich durchzusetzen vermag. Europa ist der größte Wirtschaftsraum der Erde. Und er wird noch größer, wenn die letzten zwischenstaatlichen Barrieren entfernt werden. Europa wird wohlhabender sein als jemals zuvor. Denn von den Vorteilen, die uns der freie Handel in Europa und der technologische Fortschritt gebracht haben, könnten wir uns viele Griechenland-Hilfsmilliarden oder Ähnliches leisten. Dennoch soll dieser Reichtum nicht nur innerhalb der eigenen Grenzen, sondern auch für die gesamte Menschheit von Nutzen sein. Sei es in Form von Umweltschutz, Kommunikations- und Produktionstechnik oder bahnbrechenden medizinischen und biologischen Erkenntnissen. Jahrhundertelang war Europa ein einziges Schlachtfeld. Es folgte ein Krieg auf den anderen. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg geschah etwas Wunderbares. Die Länder Europas beschlossen, nicht wie in den Jahrhunderten zuvor wieder neu aufzurüsten, um den nächsten Krieg zu beginnen, sondern sich einander anzunähern, zu kooperieren. Das war die Geburtsstunde der Europäischen Union. Und siehe da, schon seit jetzt 70 Jahren erfährt Europa, was es heißt, in Frieden zu leben. In keinem EU-Staat ist seither ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen. Die EU ist das erfolgreichste Friedensprojekt aller Zeiten. Der Friedensnobelpreis von 2012 spiegelt das wider. Die EU hat ihn sich mehr als verdient. Was Europa braucht, ist eine gemeinsame Linie in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in der Außenpolitik, der Umweltpolitik etc. Das heißt in keiner Weise, ich betone, in keiner Weise, dass die Regionalität darunter leidet. Vieles soll so dezentral wie nur möglich sein. Lebensmittelversorgung, Energieversorgung und so weiter. Aber das eine steht doch in keinem Widerspruch zum anderen. Wie kann jemand sagen, dass sich ein einziger Staat Europa und die Regionalität gegenseitig ausschließen? Wir brauchen kleine Einheiten, wo kleine Einheiten gefordert sind. Und große Einheiten, wo große Einheiten einen Mehrwert darstellen. Doch der nächste entrüstete Aufschrei der erbitterten Europagegner klingt schon in meinen Ohren. Der Einzelne hat da nichts mehr zu sagen. Als Individuum kann man auf wichtige Entscheidungen viel weniger Einfluss nehmen als in Österreich, als einem einzelnen Staat. Wie gutgläubig, wie naiv ist doch diese Annahme. Setzt sie doch voraus, dass Österreich von allem, was um uns herum geschieht, unberührt bleibt. Sozusagen als Insel in einem Ozean, der uns nicht kümmert. Das Gegenteil ist der Fall. Österreich ist betroffen, wenn um uns herum jemand eine Entscheidung trifft. Es ist die einzige Möglichkeit, um unsere Vorstellungen, unsere Werte und unsere Überzeugungen in die Welt zu tragen, dass wir auf europäischer Ebene mitstimmen und dass in weiterer Folge Europa am weltweiten Geschehen etwas zu sagen hat. Ich sage euch, es ist unsere Pflicht, das zu tun. Es ist unsere Pflicht, dass wir uns um die Welt sorgen, dass wir nach einem besseren Leben für jeden Menschen auf der Erde streben. Was also hindert uns daran, die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen? Warum machen wir uns nicht voller Tatendrang daran, eine neue Nation, eine großartige Nation zu gestalten? Es ist, weil wir zu stolz sind, uns auf die gleiche Ebene wie die anderen europäischen Völker zu stellen. Unser Stolz hindert uns daran, etwas zu wagen. Wenn ich sage, dass wir uns von den anderen Europäern kaum unterscheiden, werde ich als unpatriotisch abgestempelt. Aber glaubt mir, niemand ist stolzer auf Österreich als ich.
Ich liebe die Landschaft, die Berge und Seen. Ich liebe die Menschen. Ich bin erfüllt von Stolz, aus Österreich zu sein. Doch Österreich ist nur ein kleiner Teil von Europa. Und wenn dieser kleine Teil schon so schön, so liebenswürdig ist, wie unfassbar herrlich muss dann Europa als Ganzes betrachtet sein? Wenn wir die Vielfalt von ganz Europa einen, wenn jeder das Beste in einen Topf wirft, wie unbeschreiblich vollkommen muss dann das Ergebnis sein? Ich bin absolut patriotischer Österreicher, aber noch patriotischer bin ich als Europäer. Und wie danken wir diesem Europa für alles, was wir durch es erreichen und erreicht haben? Jubeln wir und danken wir Gott dafür, dass wir Europäer sind? Nein, stattdessen wählen wir Rechtsextreme in die Regierung. Wir fordern Volksabstimmungen über den EU-Austritt. Wir denken, ohne die EU wären wir besser dran. Wir suchen Zuflucht hinter Zäunen und dem Versprechen, das Österreichische zu erhalten und vor fremden Einflüssen zu schützen. Und gerade jetzt, wo diese nationalen Kräfte im Aufwind sind, wo Ausländerhetze und Aversionen gegen Flüchtlinge die Menschlichkeit unterjochen, gerade jetzt stehe ich hier und plädiere für Einheit, Gemeinschaft und Miteinander. Denn wir sind nicht besser als die Engländer, Italiener, Polen oder Rumänen. Wir sind aber auch nicht schlechter. Wir müssen ihnen allen auf Augenhöhe begegnen. Wenn in Europa jeder sein Können, seine Talente und sein Wissen einbringt, dann ist dieses Europa zu allem in der Lage. Das alles klingt utopisch, wie ein Traum. Wahrscheinlich bin ich auch ein Träumer. Aber hat die Geschichte nicht gezeigt, dass es immer die Träume waren, die zuerst von bahnbrechenden Veränderungen sprachen? Wie lange wurden jene, die daran geglaubt haben, dass der Mensch in der Lage ist zu fliegen, als verrückte Träumer und Visionäre abgestempelt? Und doch ist es heute gang und gäbe, dass jeder von uns in ein Flugzeug steigt, um in Urlaub zu fliegen. Waren es nicht die Träumer, die zuerst von Demokratien gesprochen haben? Und heute nehmen wir das als selbstverständlich wahr. Die Träume von wie vielen tausenden Menschen, die zuerst als völlig unmöglich galten, wurden schon Wirklichkeit? Heute träume also ich. Wann wird dieser Traum Wirklichkeit?